So, liebe Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario. Wir sind wieder hier in Folge 77 und haben gerade unseren Fake Cooper enttarnt, der uns irgendwie verarschen wollte. War jetzt nicht so schwer. Wie ist der voll krass beleidigend gewesen? Du Idiot, Mann, ey, du Trottel. War schon sehr offensichtlich. Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Niemand verfügt über so gute Instinkte. Ja, doch eigentlich jeder Spieler. Silent schreibt, hallo YouTube. Hör auf zu heulen, du hast verloren. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht, Mann? Was? Halt die Klappe, Mann. Jetzt bin ich dran. Zwischenboss. Da ist ein Dude. Und der ist gleich zu zweit. Ist ja gemein. So, dann würde ich sagen erstmal, ey, wir können ja fett Punkte rausballern. In der Nacht gibt's richtig krasses Level-Up. Darauf würde ich meinen Arsch verwecken. So, triff alle Bodengegner mit dem Panzer. Ja, den baller ich gleich mal instant raus. Der Fake Cooper ist bestimmt Türke. Nee, das ist rassistisch. Drück nach links und lass los, wenn es aufleuchtet. Wurms! Einmal ein bisschen Flächidamage. Und ich hoffe jetzt ja, dass ich ihn mit einem Power Downs, also mit dem Ultra-Helfer, fett, krass, mega heftig, ultra, mäßig wegkommen kann. Richtig krass. Und noch eine Runde. Und nochmal. Ich tanz dir in die Fresse, Junge. So, wartet jetzt hier noch. Jo. Oh oh, er macht spooky. Was? Der Arsch hat sich verwandelt. Alter, krass. So, ich muss erstmal Mitglieder wechseln und werde mal scannen. Das muss ich noch kurz mal tun, sonst hab ich von dem Dude keine Ahnung. Das ist ein Dupligeist. Ein Nebulak, der sich als Cooper verkleidet hat. Maximal KP 15. Dieser Betrüger sieht fast aus. Sieht fast besser aus als das Original. Alter, wie mies! Die Verkleidung ist absolut perfekt. Seine Angriffskraft entspricht der des imitierten Charakters. Vermutlich ist es nicht besonders schwer, sich als Cooper zu verkleiden. Immerhin sieht unser Kumpel eher ungewöhnlich aus. Das wird uns genau wie Cooper mit dem Panzer angreifen. Du hast bessere Chancen, wenn du ihn umkippst. Alter, voll delayed. Das ist aber nicht besonders stark gewesen, guter Freund. Ich hau dich jetzt einfach um! Ich will nicht, lass mich, nein! Schwöns, jawoll! Eine Kupi? Doschwäden. Du Scherzkeks, du. Hat auch schon gerecht. Oh, ein Level. Ah, das ist richtig cool. Bodenpunkte oder Blumenpunkte oder ein paar KP. Bodenpunkte oder Blumenpunkte oder ein paar KP. Warum ist die Mucke so catchy, Mann? Na, ich nehme aber trotzdem Blumenpoints. Dann haben wir nämlich wieder 30 voll. Das ist doch schnieke Sache. So, besiegt haben wir ihn. Cool, ist jetzt hier unten noch was Neues, jetzt wo der Ding hier hochgefahren ist? Nö. So, die Macht des Quichus hat uns geholfen, den bösen Dupligeist zu besiegen. Hoffe ich. Eine Kopie von Cooper. Eine Kupi. Oh Gott, nein. Okay, hier geht's ganz hoch. Bin ich jetzt auf dem... wer bist du denn? Wo ist denn der? Nein! Ich wollte gerade zuschlagen. Oh mein Gott, der ist wieder neu. Den bringe ich erstmal um. Erstmal schöne Kopfnuss verpassen. Weißer Klubber. Putz! Schwöns! Jawohl, schön Damage gedealt. Und ich mache nochmal gleich auch mal noch ein extra Power. Boots, Downs und Down den Finger. Den bösen Mann. Gut. Oh, 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 oh. Oh, oh. Alter, Triple One. Oh, Baby, it's a Triple. Alter, immer diese MLG-Gangster hier, was ist los? So, ich scanne ihn jetzt aber trotzdem. Auch wenn ich gerne noch eine Runde aufs Maul kriege. Das ist ein weißer Klubber. Sie kommen in kalten Gegnern vor. Wer weiß, warum sie hierher gezogen sind. Wahrscheinlich, weil sie weiß sind. 12 KP, Angriffskraft 5. Alter, Mann. Verteidigung 0. Manchmal greifen sie mehrmals hintereinander an. Sie sind sehr stark. Es muss nicht leicht sein, so große Keulen zu schwingen. Auch damit kenne ich mich aus. Eisattacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Setze Feuer ein, wenn du welches hast. Sieht so aus. Also Feuerblume. Feuerblume. Oh, macht 3 Damage statt 2. Das ist sehr effektiv.
Man könnte auch einfach springen für 5 Damage, aber nee, warum? Pff. So. Boots! Schwanz! 12 KP ist voll okay. Ha! Geblockt! Alter, 2-in-1! Nee, 2-of-3! Alpha, weggeblockt den Schmarrn! So, du blöder Hans-Wurst, der zeigt uns, wo der Hammersprung liegt, Alter. Tramp! Schwanz! Quietschü! Perfekt, XP, haben wir schon wieder 6 Punkte. Und wir kriegen nach wie vor tatsächlich nur 2 Punkte pro Gegner, das ist eigentlich ganz gut. So, ich könnte jetzt nach links da hochgehen, aber nö, wieso? Oder? Optional? Fragezeichen? Oh, ja, optional. Sollte ich den jetzt schon benutzen, ist die Frage. Nicht, dass wieder wie beim letzten Mal ist. Ja, du kannst irgendwie nur ein paar aufleveln. Hm, halt mal einfach Cooper kommen. Cooper. Ich weiß, dass ein Remix vom Super Mario Bros. 3 World Map Dings das. Das der Level Up Song. Ich weiß das. Aber das ist ja nicht nur deswegen catchy. Die Musik ist catchy, weil sie catchy geschrieben wurde. Das hängt ja nicht vom Spiel ab. Auch ein neuer Soundtrack kann catchy sein. Das verstehe ich nicht. Möchtest du Sternenwind herausnehmen? Irgendwie hätte ich das Gefühl, ich sollte das nicht tun. Habe ich denn zu viele Items? Warte mal, wieder 12 Stück da, wir kamen, ne? Ne, 10? Ich hatte nämlich genau 10 und die musste vorhin nur weglegen. Wir nehmen es mal, komm. Oh. Kann ich den Kiesel irgendwie wegschmeißen? Kann ich den hier irgendwie aus dem Inventar entfernen direkt? Ich will ihn schmeißen. Mann, oh, geht nicht. Hat die Musik ist Kenji? Hä, Kenji ist catchy? Ja, Kenji ist catchy. Oh Mann, ich darf nicht. Bestimmt gäbe es da einen Gegner, aber egal. Oh. Noch ein Gegner? Schneemann? Ein Donnerzaun? Alles irgendwie Flächendamage. Was ist hier los? Was wollt ihr mir sagen? Benutze jetzt Multiflächenattacken gegen deine Gegner. Jetzt zum halben Preis. Alter, wie unfair. Oh. Alter, geil. Ja, der Kiesel ist nicht gut im Kampf, ich weiß das. Ich habe ihn mitgenommen, weil ich dachte, ich brauche für einen Schalter. Optional oder nicht optional, ist die Frage. Oh, wie cool. Wer bist du denn? Was haben wir denn hier gefunden? Wie cool. Voll so Secret Shit. Endlich, Mario. Ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Findest du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Mein Name ist Madame Merla. Ich bin ein Botschafter der Sterne. So fick. Merlon und Merle kennst du ja nun. Ich bin ihr Vorfahre. Die Sterne haben mir in meinen Träumen von dir erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein der, am Bipperberg eilen. Von hier aus bewache ich den Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also hör gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bowsers Horden sind in den Kristallpalast eingedrungen, war ja offensichtlich, sonst hätten wir keinen Boss für dieses Kapitel. Dem Ort, wo den Stern gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Höre jedes Wort, das ich dir sage. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen, also gib auf die wichtigsten Punkte Acht. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Damals war ich noch eine junge Frau. Oh nee, jetzt ist unsere ganze Lebensgeschichte. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und... Aber es war eigentlich... Oh, dieser Anblick, ich... War und... Es war so... Hä? Hä? Mario pennt schon. Und als dann und ich... Schniesen, Schnasen, Osterhasen. Alter, die haben fett geknackt, Alter. Was ist los? Schniesen, Schnasen.
Mal übelst abgechillt. Und daher musst du Bowsers Leute aus dem Kristallpalast vertreiben. Aber, hey du, hast du meiner Erzählung überhaupt zugehört? Ja. Naja, also gut. Ältere Menschen. Wie ich schon sagte, brauchst du den Sternstein, um zum Palast zu gelangen. Hiermit überreiche ich ihn dir. Oh, geiles Bling Bling. Ach so, meine ich, dass wir hier den ganzen fetten Klunker. Mit Hilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen. Und nun, beeile dich. Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Die ganze epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du die Vollversion hörst. Vielleicht werde ich es dir eines Tages erzählen. Bis dahin, viel Glück. Nein, 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 wirklich nicht. Schnell Stein nehmen und gehen. Sternstein erhalten. Here we go. So würde man jetzt in Super Mario 64 sagen. Weil wir haben einen Stern erhalten, offiziell. So, hier ist Wood wieder raus. Ist ja voll fies, dass man sich hier durchschleichen kann. Das ist schon... Vor allem, man sieht das kaum. Also, man sieht das wirklich kaum. Ach, lol, die ganze Wand ist semi-permeabel. Oh mein Gott, wieso? Also, halbdurchlässig. Die ganze Wand ist fake. Warum? Ja gut, wir haben gesagt, ne, Wände können fake sein. Ich dachte, man kann da einfach durchlatschen an den Ecken. Aber nö, ist einfach so, die ist halt... So durchlässig, die Wand. Same mine. Ja, hier sieht man es ja noch, dass hinter der Treppe noch Platz ist, ne? Eines Tages, wenn man diesen Ort verlässt und den Stern benutzt, kommt man da nie wieder hin. Oh, okay. Dann machen wir das mal möglichst schnell, damit ich in Ruhe und Frieden leben kann. Ah, okay, da ist der Stern. Ich denke, hier muss ich den guten Stern benutzen. Boah, machen wir, go. Achso, ich will vielleicht noch einen Partner wechseln vorher, und zwar auf Kumbario, falls ich jemanden scannen muss. Ja, man weiß ja nie. Cool. Ach, lol. Okay, man kommt da wirklich nicht mehr hin. Alter, cool. Dieses Geräusch, wenn die Treppe sich aufbaut, ist extrem creepy, muss ich nach wie vor sagen. Aber jetzt ist unten definitiv zu. Faszination Technik. Das selbstständige Eis. Jetzt bestellen. Oh, hi. Das Geräusch, wenn man ihn haut. Oh, was ist denn das für ein Trupp? Alter, hier. Der Suicide Squad ist wieder unterwegs, Leute. Was ist denn los? Alter, die ganze Palette an Dudes. Ja gut, dann... ich muss ja hier keinen Scan von. Also, würde ich sagen... Einfach alle down maken. Voll easy. So. Eins. Zwei. Down. Und dann kommt noch Gumbi. Der macht jetzt den schon mal schwächen. Schwutz. Boots. Und auf die Hälfte down. Eine schlechte geblockt. Okay, einmal geblockt immerhin. Oh, Mann. Na, du Dreckigen. So, Mike, erstmal, warte mal, den kann ich one-hitten da hinten. Und den kriegt Gumbario down. Also, Mike, erstmal den hier down. Kann ich zwei ausschalten zum Preis von einem. Wobei, ich hätte auch den vorne ausschalten können und Gumbario hätte den hier hinten ausschalten können. Egal, haben wir noch einen Klubber übrig gelassen. Der macht jetzt auch selbst nur 4 Damage, wenn er halt eben... nicht geblockt wird. Und ich verkack's aber auch rigoros, ne? Also ist eine Freude. Die nehmen wirklich 2 Schaden mehr durch Feuerquellen. Ja, ich habe aber leider keinen nicht wirklich gute Möglichkeiten. Oh, was ist das? Geil! Den Megasprung und springt mit unglaublicher Kraft auf einen Gegner. Ey, den würde ich jetzt aber gern benutzen, muss ich sagen. Das wäre schon cool, Leute. Da könnten wir einen richtig ultra heftig Damage machen, statt immer diese Multikombos zu machen. Hm.
wäre schon cool, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir die Punkte dafür herkriegen sollen. Man kann ja höchstens bis 30, das ist ja das Problem. Powerdowns, das ist der Multidump, den muss ich eigentlich für Bosse behalten. Den Vermeider, ich brauche ihn leider, tut mir leid. Ich finde, damit kann man besser ausweichen und so ein Zeug. Verteidigungsplus, Kraftplus, Ausweicher. Oh, das ist auch fies. Oder Feuerschild? Heißt das, wenn ich Feuerschild benutze, dass ich Feuerattribut habe, wenn ich angreife? Das wäre schon ganz cool. Das ist die Frage, ne? Ist Feuerschild jetzt nur ein Schild gegen Feuer oder auch eine Offensive? Oder Eispower? Ne, gegen feurige Gegner um 2 erhöht. Ne. Ja, ist die Frage, bringt Feuerschild was gegen Eisgegner oder ist das wirklich nur eine Verteidigung gegen Feuergegner? Das ist ja die Frage, Leute. Weil sonst wüsste ich gar nicht, wie ein Feuerattribut mir Herz zaubern soll. Unsere Zweitcharaktere haben nichts mit Feuer. Das ist nur defensive Aspekte. Okay, dann danke an den Chat, der gerade fürs Klären. Dann bräuchte ich den eher nicht, denn wir lassen mal den Mega-Hüpf-Orden weg. Weil ich will meine Stats schon behalten, die so heute defensiv und so, ist schon wichtig. So, hier auch nochmal ein Save-Point. Den nutze ich da gleich nochmal. Wir sind übrigens schon wieder bei 16 Minuten, sehe ich gerade richtig, yo. Mario, hüpf, kleiner Klempner, hüpf. Und ich würde sagen, hier geht's jetzt zum... Oh, aufloaden. Gönnen. Da kann ich mich gleich nochmal speichern mit vollgehalten HP, falls ich jetzt knapp abge... Oh, Njo, jetzt sieht aus wie bei Baby Mario, wenn diese Mütze so flattert von Yoshi's Island, voll niedlich. Koopas Feuerrolle und jede Explosion von Bombette. Ah, cool. Also hat Koopa ein Feuerattribut bekommen als letztes. Das wüsste ich ja nicht. Cool, probier ich mal aus. Clock. Unnütz, aber ich tu's trotzdem, weil es cool ist. Ah, dann ab in den Kristallpalast. Cool. Guck mal, da ist mein Spiegelbild. Sehe ich heute gut aus? Ich sehe gleich, irgendwas spielt sich gleich im Hintergrund ab. Und im Vordergrund spielt sich nichts ab. Pichu, Pichu. Aha. Die Marius Mütze jetzt nur zur Hälfte zu sehen ist hinten. Cool. Die Musik im Kristallpalast. Dann werde ich gleich mal erfahren, wie die ist. Ihr kennt die nämlich nicht. Klingt eher spooky. Ein Schalter und ein Schlüssel. Was ist hier los? Hat wir mit Spiegeln zu tun? Folgenende? Ne, 18 Minuten. Ne, alles chillig. Ich guck drauf wieder. Also ich drück erstmal einen Schalter. Also das wollte ich nur wirklich nicht. Krass. Du kannst es nicht öffnen. Ey, boah, heftig. Okay, also unten ist die rote Tür und oben ist die blaue Tür. Merken wir uns mal. Komm mal mit, Koopa. Du hast Feuerattacken gehört. Ich muss schon gleich zunutze machen müssen. Ein Checkpoint. Checkpointo. Den push ich mal instant und dann gehen wir mal... Hey. Nö. Whatever this means. Ach, guck mal, ist ja süß. Ein Fledermauszahn. Boots. Instant in die Fresse. So, jetzt bräuchte ich den Beben. Ich bräuchte das Beben. Ja, moin, moin. Ja, Steven, grüß dich. Moin. Ich schmeiß einen Kiesel.
Guck mal, Disrespect, though. Du blöder Arschmann. Nein, der kann auch nicht angreifen. Kacke. Okay, ich muss wechseln. Ja, Mann, Mario. Ja, hilf mir mal schnell. Ach nee. Oh mein Gott, ich muss Button mashen. Ey, das Vieh heilt sich um einen. Oh, jetzt muss ich die ganze Zeit mashen hier. Die machen Blutsauger. Oh, okay. Leute, gegen diesen Gegner haben wir ein Problem. Und zwar ein ziemlich großes. Und ich werde das jetzt fixen, indem ich den Sternensturm benutze. Weil der trifft nämlich alle Gegner. Frei. Ich brauche definitiv den Erdbebenorden, um Gegner an der Decke zu treffen. Oder am Boden. Ich weiß, gegen fliegende Gegner hat es keinen Effekt, aber ich muss die Dudes erstmal vom Himmel holen, damit ich sie töten kann. Oh, der ist schon down. Ich weiß auch nicht, wie viele Stats die haben. Ich bringe jetzt auch einen erstmal um. Swoopula. Man könnte ihn noch Dracula nennen. Ein Schwupoki. Wie war das mit Schwupoki? Ja, das gab's mal eine Serie. Ach, scheiße, also den E-Damage verhindern ist verdammt schwierig. Ein Blutsauger hat einen Schaden von 80 und nicht von 1. Ja, aber Pokémon aktualisiert und so, ich weiß. Blutsauger ist voll OP jetzt irgendwie. Quietschü, quietschü. Double auf die Fresse. Ach, ich wollte noch scannen. Nein, ich hab's verpasst. Egal, es sind nicht die letzten bestimmt. Na, trotzdem verkankt. Ich wollte eigentlich scannen. Da sind die nächsten. Nee, halt, stopp. Ich muss erstmal ganz kurz. Ich muss ganz kurz mal den Orden ändern. Und zwar brauche ich den Erdbebenorden. Welchen ist egal. Hauptsache, erstmal von der Decke holen, ne? So, das ist ein Hammerorden, weiß ich noch. Mega Dots. Powerhauer verschafft einem Schlag einen geringen nötigen Schwung. Bandit. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall hier Erdbeben und Super-Erdbeben. Kannst du es ordentlich scheppern lassen. Richtet bei allen Gegnern, die sich am Boden oder an der Decke befinden, großen Schaden an. Jetzt die Frage, nehmen wir das oder nehmen wir das? Also ich lasse den Power-Douts mal aktiv und nehme mal den Sprung-Boost raus und nehme dafür einfach mal 4 BP sind ganz schön viel, dafür ist die Gegner. Ich will die Gegner ja nur von der Decke holen, also reicht mir auch ein Ordenpunkt, ne? Also dafür nehme ich den normalen Schlag wieder mit. Dann kann ich mich immerhin ein bisschen boosten. Boots! Wusch! Boah, 4 Stück! Jetzt zeige ich euch ein Erdbeben, Alter! Mushroom Burns! Das ist voll geil. So. Jetzt, Gobario, mach nochmal einen Down-Up. Schwabuns. Schwabuns. Und Down. Jawolski. Ein Swoop-Bad. So. Ich mische. Du kriegst keinen Punkt von mir. Nein, einen Punkt kriegen wir. Kann ich nicht noch härter mischen? Oh, einen Punkt kriegen sie immer von mir. Egal wie hart ich mische. Scheiße. Ich will keinen Damage kriegen, Leute. Ich muss härter mashen. So. Jetzt mal ich down. Und das ist der Down. Die haben nur 10 HP oder so. Schätzungsweise würde ich jetzt mal spekulieren. Gucken wir nach. Swoopula. Was haben die denn für Stats? Ein Swoopula. Swoopulas greifen von der Luft aus an, klammern sich an dich und saugen dir deine KP ab. Die dreckigen. Richtige Blowjob-Dudes. Was? KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Drück den A-Knopf in rascher Abfolge, sonst saugen sie dir zu viele KP ab. Du kannst nicht hoch genug springen, um sie zu attackieren, während sie noch an der Decke hängen. Eine Erdbeerattacke sollte die entsprechende Wirkung zeigen. Deine fliegenden Freunde wie Boo oder Paracarry können sie ebenfalls angreifen. Das ist ja geil. Wenn du sie von der Decke fallen, kannst du sie auch mit Sprüngen, durch Sprünge angreifen. Aha, also könnte mir Boohoo auch helfen. Boah, Instant Block! Okay, das war jetzt gerade echt hart gemasht. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, von so einem Absaugegner gar keinen Schaden zu kriegen. Also, Respekt für meine Button-Mash-Künste an der Stelle. Daumen hoch an mich selbst. Well played. Ich wusste überhaupt nicht, dass das geht. Ich dachte, inzwischen kriegt man mindestens immer einen Damage, ehrlich gesagt. So.
Aber Leute, wir sind schon wieder bei 25 Minütchen mit den ganzen Kämpfen und Co. Aber wir sind jetzt im Kristallpalast und damit an der Stelle, wo wir den letzten Stern im Spiel finden. Und irgendwie, ich muss sagen, das sieht echt cool hier aus drin. Also mir fällt die Ecke hier echt cool. Ich mag ja so eisorientierte Dungeons eigentlich. Und so mein Rutschstern ist jetzt scheiße. Den mag ich's nicht. So, Mario macht hier noch ein bisschen Dancing Queen, Young and Sweet. Okay, ich hör auf. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dann wieder. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, ich aufs Gehen und ciao.